Elektroautos sind weltweit auf dem Vormarsch. Das selbsternannte Autoland Deutschland hinkt aber noch ein bisschen hinterher. Woran es vielerorts noch fehlt, ist die Ladeinfrastruktur. Die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg tritt an, das zu ändern. Regelrechte Rettungsinseln sollen in den Kommunen entstehen, damit den Elektroautos nicht der Saft ausgeht. Geschäftsführer Raimund Nowak erklärt das Konzept. Wir wollen natürlich auch die Chancen nutzen, die man mit schöner Solararchitektur machen kann. Ja, wir wollen also schöne Solardächer bauen, darunter Fahrzeuge stellen, die geladen werden, die dort ausgeliehen werden können. Und das wird man nicht sehen, große Speicher unterhalb der Inseln errichten. Die Metropolregion beteiligt sich mit den Rettungsinseln unter dem Titel In Spe am Wettbewerb Mobilitätswerk Stadt 2025, in der Hoffnung, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Finanzierung des Projekts übernimmt. Wichtiger als das Geld sind dafür aber vor allem Experimentierräume, in denen Ausnahmeregelungen geschaffen werden können, zum Beispiel beim Anschluss an das Stromnetz. Silke Weiberg, die Chefin des Landesverbands Erneuerbare Energien Niedersachsen und Bremen, kümmert sich um den Energiemix, der für die Rettungsinseln genutzt werden soll. Selbst wenn man Speichertechnologien hat, wenn man sagt, man nimmt nur Solar, gibt es einfach Zeiten, wo man nicht genug Solarstrom hat, um alles zu versorgen. Und da ist es uns wichtig, dass auch die Rückfalloption, die wir haben, auch aus erneuerbaren Energien ist. Und deshalb muss man alle erneuerbaren Energien immer zusammendenken, mit Wind, mit Bioenergie und auch mit neuen Technologien, die man da rausbringt. Und man muss Speicherung einfach denken. Ein häufiger Einwand gegen E-Autos ist die aufwendige Herstellung und schlechte Verwertbarkeit der Batterien. Um die Akzeptanz für die Elektromobilität zu erhöhen, haben die Rettungsinseln auch dafür eine Lösung parat. Zwischen dem Fahren im Auto und dem Recyceln gibt es noch mal 10 Jahre sicherlich, wo sie als stationärer Speicher dienen kann. Und da ist der Einsatz in einer Rettungsinsel optimal geeignet, weil es auch für jeden verdeutlicht, meine Batterie hat eine Lebensdauer von vielleicht 20 Jahren, eine Hälfte im Auto, die andere Hälfte im Keller der Rettungsinsel. Noch vor der Sommerpause will das Ministerium entscheiden, ob die Rettungsinseln gefördert werden. Wenn alles gut läuft, könnte das erste Modell schon in diesem Jahr aufgestellt werden. Bis dahin geht die Suche nach vereinzelten Ladesäulen weiter.